Servus und willkommen zu einer neuen Folge von C-Block in Factorio. Ja, beim letzten Mal waren wir ein bisschen doof. Haben wir ein wenig vergessen, dass wir die Maschinen auch noch anschließen müssen. Das heißt, wir haben noch keinen Fiber hier. Jetzt bin ich nur gerade beim Überlegen, wie ich das dann mache. Müsste das eigentlich hier auch noch mal ändern. Ja, okay, wobei ich könnte eigentlich jetzt das dann auch komplett nach oben gehen. Gehe ich dann hier nach oben. Also das kann ich schon mal abreißen. Kann ich das abreißen. Dann kann ich das abreißen. Und das kann ich auch abreißen. Hervorragend. So, bisschen Kohle habe ich noch. Dann kann ich die auf jeden Fall verarbeiten lassen. So, das heißt, wir gehen jetzt dann hier nach oben. Das heißt, du kommst dann dahin. Das geht dann da. Da entlang. Und dann heißt es jetzt, du gehst auch hier rein, hier rein, hier rein und hier rein. Und machst mir noch mal gleich 5 Knickarme. Und dann machst du hier, hier, hier. Und wenn die restlichen da sind, dann hier. So, dann haben wir jetzt schon mal das Fiber. So, dann produzieren die auch genügend. Das Lustige ist auf jeden Fall, die zwei Maschinen da hinten, die laufen ja schon mal gar nicht mehr. Das heißt, mein Problem ist, Bänder sind so langsam, ich habe noch keinen Sinn. So, und dann sage ich jetzt zu dir, du machst jetzt alles in kurz. Du auch. Passt. Nee, du machst lang. Dankeschön. So, also, das heißt unten, oben. Tutto paletti. So, dann haben wir jetzt ja die Maschinen, die wo wir... Maschinen sind das. Danke. Das heißt jetzt, ich brauche könnte jetzt fast, nee, kann ich nicht, weil ich brauche auch noch raus. Dann machen wir dich auf jeden Fall erstmal hier hin. Und dann heißt es jetzt, machen wir mal neue Bänder. Okay, dann 4 Knickarme habe ich. Dann machen wir schon mal rein. Und dann machen wir noch Bänder für raus. Dann wird es schon mal was. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall dann das. Und ich brauche noch Strom. Sonst geht nichts. Und weil wir es nicht können, verlegen wir das alles nochmal.
Darum legt man zuerst die Stromsachen und macht dann alles andere fertig. Oder man macht es so, wie es ich mache, dann macht man es zweimal. So, so weit brauchen wir gar nicht. Dankeschön. Und jetzt haben wir dann hier. Heißt, wenn ich jetzt den dann dahin mache. Gehe ich dann hier aus weiter. Okay, dann brauche ich jetzt den da. Der geht dann dahin und kommt. Ne, den brauche ich gar nicht. Ich kann. Na doch, ich brauche ihn schon. Verdammt. Wie mache ich dich jetzt? So, das heißt jetzt. Ja, genau. Ha, dadurch, dass ich hier nur zwei Stück hier brauche, mache ich es doch ganz einfach. Also du gehst dahin und gibst da ab und gibst es nach unten ab. So, und du gehst, nimmst von der Seite, gehst nach unten und gibst es oben ab. Passt. So, dann kann ich jetzt dich abreißen. Dann stimmt das schon mal. Der ist schon wieder falsch. Ist da auch weg. So, und jetzt komme ich mit meinen Öfchen an. Dann kommst du dahin jetzt als mit deinem Ofen. Ja, mein Problem ist jetzt halt, wenn ich jetzt zu viel produziere. Nein, ich stelle das jetzt mal so weit auf. Okay. So, und dann kommen jetzt meine drei Freunde der Knickarm-Familie da rein. Und habe alle drei somit abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, da kann ich sowieso nichts verlegen. Dann passt das. Dann brauche ich jetzt nochmal von dir drei Stück. Eins, zwei, schnell gedrückt. 3. Und dann sage ich zu dir, du gehst unten. Auch unten oben. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch die Kohle. Muss den Arm hierhin verlegen. Dann passt das. So, und dann brauche ich jetzt bitte von dir 6 Stück. Nee, ich brauche nur 3. Ist egal. Weil das Ding haut ja Kohle raus, ne? Dann machen wir es doch ganz einfach. Dann packt man doch einfach nur mal einen zweiten drüber, der es dann einfach reinfüllt. So, und jetzt kommt mal einer rein. Und dann schauen wir mal. Das heißt, der befeuert sich jetzt selber. Und ab jetzt produziert er. Na, ist doch super.
Okay, ich habe noch kein Lager dazwischen, was ich auch noch machen sollte. Das heißt jetzt aber für mich, ich müsste jetzt dann hier wieder in mein Buch reingehen, wo ich dann sage, aus 1 mach 2. Dann stelle ich dich jetzt dann hier weg. Okay. Dann nehme ich dich jetzt auch komplett weg. Dann habe ich ja noch, ich habe ja noch das Lager einstecken, ne? Ja, hier ist es. So. Ich werde ja wohl hoffentlich. Das eins vorher bauen können. So, und dann gehst du jetzt nämlich dahin und dahin und du gehst dahin. So, und dann kann ich mir gleich wieder ganze Armee von Knickarm machen. So, und dann heißt es jetzt wieder genau andersrum. Jetzt brauche ich wieder 2 zu 1. So, und jetzt stelle ich mich gerade ein bisschen blöd an. Aber das kennt man ja nicht anders. Sehr schön, ich habe dann, ich merke gerade, ich habe die noch nie verschoben. Gib mir mal bitte die 0, danke. So, und ich brauche jetzt 1. Ne, 2 to 1. Und dann musst du dahin. Das heißt, das muss weg. Okay. Und dann machen wir dich genau andersrum. Ja. Genau. So, das heißt, ich brauche jetzt da wieder die 2. Das heißt nämlich jetzt, du kommst dahin. Du kommst dahin und du gehst drüber und du machst die Splittung. Ich glaube zwar, dass es übertrieben ist, aber ist mir jetzt egal. Und dasselbe auch hier bitte. Bauen wir mal nochmal 10 Knickarme. Und dann machen wir mal direkt Verbindung. So. Okay, dann gehst du dahin und dahin. Nick. Und du gehst dahin und dahin. Nick. So, und dasselbe machen wir jetzt auch hier. Du gehst dahin. Und du machst dasselbe. Dankeschön, liebe Greifarme. So, das heißt jetzt, wir produzieren jetzt auf jeden Fall Kohle. Wie Weltmeister. Wir haben hier den Verteiler.
Und wir produzieren jetzt hier die Kohle rein. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder runter marschieren. Und meine ganze Kohle rausnehmen. Darf ich jetzt, glaube ich, ein paar Mal machen. Ich bin ja mal gespannt, ob ich dann irgendwann Glasfiber übrig habe. Na, eigentlich nicht. Sehe hier gerade. Nein, habe ich nicht. Mein Problem ist ja eigentlich, dass ich jetzt ja, ich müsste mehr von den Grünalgen aus dem Lager rauskriegen. Momentan habe ich sie noch auf Lager liegen. Das wird auf jeden Fall spannend, weil das muss ich ja. Ich muss, glaube ich, dann das Lager mehrfach entleeren lassen, also von zwei Seiten. Also, dass ich das dann auch nach hier entleeren lasse. Was natürlich total doof wäre. Ich müsste dann sozusagen das umbauen. Mal wieder. Das Ding müsste um zwei nach oben wandern. Ja, welcher dem hier? Weil wir haben hier unsere Hauptstromlinie. Kohle haben wir jetzt noch drin? 6400. Auf jeden Fall, die Kohle geben wir so schnell hoffentlich nicht aus. Ja, das heißt, wir müssen jetzt die ganze Kohle haben. Die Kohle wird auch noch, ja, okay, wobei weiß man nicht. Halt, Alt-Taste drücken, danke. Man weiß es halt nicht, ob das reicht, ne? Weil, ja, eigentlich nicht. Also, eigentlich kommen auch zu wenig Pellets an. Und das Fiber kommt ja auch nicht mehr drüber hinaus. Wenn ich mir anschaue, ne, hier diese Farben, also der ist gerade grün gewesen, der ist grün, der ist grün. Der ist aus, also es laufen hier vier Maschinen. Und hier laufen auch vier. Nein, hier laufen sechs. Ich entschuldige mich, da laufen sechs Maschinen. Also sozusagen die Belts plus die Arme schaffen halt wirklich sechs Maschinen zu bedienen. Jetzt bin ich aber mal ganz ehrlich, ne? Was produziere ich jetzt mittlerweile? Ich produziere jetzt mittlerweile fast 8 Megawatt. Also 2,5 Megawatt machen die sechs Stück. Das ist aber nicht die Vollproduktion, weil Bedarfsdeckung halt nur 4,8 Megawatt sind. Also das heißt, die können auch nach oben. Und die werden wir ja brauchen. Wie gesagt, weil wir jetzt dann anfangen wollen, das Zeug auszulasten. Wie gesagt, und dann da auch noch hingehen. Schon gedacht, das sind Würmer. Nö. Einfach Trick. Genau, ich lieg da rum. So, und diesen Bereich müssen wir jetzt dann auch umbauen, weil wir jetzt dann das Gas brauchen. Ja, ist doch super. So, nee, nicht ins FNRI, sondern wir müssen jetzt hier hin. Er sagt jetzt, er braucht 4.
grünen Algen 10. Achso, nee. Achso, ja. Das Rezept habe ich hier schon rein. Grünen Algen 2. Das heißt, ich kriege ja da 50 Stück raus. Heißt jetzt aber, ich müsste jetzt eigentlich alleine, also ich brauche schon mal alleine 4 Stück. Also die 4 wären jetzt schon mal alleine dafür da, dass ich die den Slack herstelle, damit die Maschinen drüben sich umgestellt werden. Okay. So, dann hätte ich gesagt, das ist schon mal der Punkt. Dann haben wir hier okay, das ist jetzt die, nee, das ist jetzt genau, das ist jetzt die Herstellung. Für den Sand bräuchten wir eine. Wenn wir sagen, wir möchten 20 Stück alle 10 Minuten haben, was ich mittlerweile für utopisch halte, ich würde 5. Also sind es 2. Das heißt, die nächsten, ja, Mann, ich habe schon gesagt, ich bin der Menü-Man. Ich bin immer im Menü drin. Da drin, bei Minecraft auch. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal 6 Stück. Für die Produktion brauchen wir nochmal 6 Stück. So sind wir bei 12. Und für die Steinproduktion machen wir auch 5 Minuten. Machen wir mal 40. Und braucht da auch 2. Also ich will so viel, wenn es nicht, weil ich will das splitten. Weil er soll nur Steine und die anderen Steine produzieren. Okay. Das heißt, wir haben 6 Stück, 12 Stück, 14 Stück. So, und das sind Electrolyzer. Dafür brauche ich gebrannte Steine. Sehr schön, die, wo ich gerade nicht habe. Also nicht hab. Also herstellen kann ich sie, nur haben wir sie nicht. Dann produzieren wir mal bitte den Schmelzofen. Stell den dahin. Pack da ein bisschen was rein. Ich gebe dir ein bisschen Stein. Du hast Spaß. So. Ja, und die kommen halt auch nicht hinterher. Ja. Dann sage ich ja, ich muss das jetzt alles hier sehr gut überdenken und umbauen. Wie ich halt auch jetzt an die Gase rankomme. Also das wird auf jeden Fall breiter. Und vielleicht auch nochmal mit einem Schluck Mut zur Lücke. So, und jetzt nehme ich mal 1, 2, 3, 4, 5 raus. Und bevor ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll, soll er mal mir ein bisschen Land herstellen, weil dann können wir nämlich auf die Seite auch noch gehen, weil ich möchte eigentlich Map, komm mal her. Ich möchte ja eigentlich, dass ich hier bleibe. Das heißt, den Bereich haben wir noch frei für sonstiges Zeug, was wir noch brauchen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ja, okay, wobei ich brauche ja eine Steinproduktion brauche ich ja auf jeden Fall noch hier, die dann rüber geht. Ich hoffe, dass mir die reicht. Mit den 4 Stück. Und die muss ich auch so aufeinander gliedern. Und eventuell erhöhen können. Also das heißt, wir, ja, na, vielleicht ziehe ich es dann doch ein Stück rüber. Wir werden es gleich sehen. So, wir gehen mal aus der Map wieder raus, weil sonst wundere ich mich, warum ich nichts machen kann. Jetzt gehen wir mal durch. Mach dich mal 2D.
1, 2, 3, 4, 5. Ich habe die nächsten 100. Weil wie gesagt, wir möchten ja jetzt dann alles hier raus kriegen. Das heißt Stein kriegen, Land kriegen, Erze kriegen. Bin gespannt. Ihr auch? Und lasst uns angehen. Als allererstes brauche ich ja die Steine. Dann hätte ich gesagt, bauen wir mal die Electrolyzer als allererstes. So, ich brauche auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3, 4 Stück. Diese 4 Stück ziehe ich jetzt weiter rüber. Und diese 4 Stück sind jetzt nur dafür da, damit die da drüben was kriegen. Jetzt muss ich dann nochmal reingehen. Und zwar... Das war der hier, ne? Ne. Wir sind schon im Unter. Das ist alles das, das ist alles das. Das interessiert mich gar nicht. Das war der Falsche. Das ist der Richtige. Es sind 5 Plants, es sind 4 Stück. Die halt momentan das dann machen müssen. Die Frage ist nur, wenn ich die jetzt dann jemals noch verdoppeln sollte, brauche ich ja mehr. Ja, dann mache ich das. Ich mache wieder Escape. Ich weiß nicht. Ich mag die Escape-Taste. Dann hätte ich jetzt gesagt, dann mache ich jetzt als allererstes diese Teile. Hier unten hin. Das heißt, du kommst jetzt dahin. Du kommst jetzt dahin. Dahin. Und mehr nicht. So, wir haben jetzt hier einmal Slag, Oxygen, Gas, Hydrogen, Gas. Jetzt muss ich mal schnell bei dir nachgucken. Können wir eins rauspicken. So, ich habe jetzt momentan 11 Stück drin. Eins rein. Eins ist 2. Okay. Wichtig. Eins ist 2. Nicht 4, nicht 5, nicht 6. 2. Zurzeit. Ist beides wichtig. So, du produzierst mir aus einem Slack... Und 30 Oxy, nee. Du produzierst mir jetzt aus 100 Wasser, Oxy und Gas, Oxy und Hydro, produzierst du mir, genau, ein aus 100 Wasser, nochmal ganz langsam der Satz, aus 100 Wasser produzierst du mir einen Slag, 30 Oxy und 40 Hydro. Und das wäre aus Purified Water. Würdest du mir aber keinen Slack produzieren. Der Slack ist aber das, was wichtig ist. Also das heißt, wir brauchen das Rezept. Danke. So. Dann kann ich jetzt mal hingehen und schauen, ob ich genügend Pipes habe. Nein, habe ich nicht. Dann machen wir die Erweiterung. Das heißt, du produzierst mir jetzt auf jeden Fall das nötige Zeug, Steuerung Shift R, und es wird gedreht. Das ist schon mal wichtig. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Produktion von dem Zeug da. Und jetzt gehen wir da rein und sagen bei dir... Bam, bam.
Genau, jetzt brauche ich Mineralized Water. Das brauchen wir ja. Und, nee, da war ja noch was, ne? Das ist das. Und ich brauche noch Carbondioxid. Genau. Habe ich das eigentlich schon mit drauf? An der Rechnung? Nee, ne? Das wird aus Charcoal hergestellt. Das wäre ein bisschen... Nein, wir schauen es uns nicht an. Wir tun es einfach mal rein. Ohne zu belegen. Also wir schauen nochmal. Also du brauchst, also du machst aus mit dem Liquifier und Charcoal machst du Carbondioxid. Okay. Und du machst aus Carbonmonoxid und Dampf magst du 50 Carbondioxid und Hydrogengas. Und du magst nur Carbondioxid. Also das wäre eigentlich die bessere Variante. Oder du magst 70 aus Wood Pellets. 50 aus einem Charcoal. Oder 70 aus einem Wood Pellet. So, du brauchst wie viel Wood Pellets, um eine Charcoal herzustellen? Genau. Ja, da aufs X und da aufs X. Danke. Und, Moment. Ich glaube 70-50 war das Verhältnis, ne? Also du brauchst 8 Stück, um daraus herzustellen 4 Stück. Und du magst, ja genau. Und du glaube ich aus, schau mal nach. Und du magst aus 5. Also das heißt, wir haben hier 20. 20 Charcoal ergeben 20, 2 mal 5 sind 10 und 0 mal 3 sind 100. Also das heißt 100. Nein. What? Was rede ich für einen Käse? Carbondioxid 50 aus 1. 5 mal 2 sind es. Doch, sind es 100. Sind es 1000. 1000 Carbondioxid erstellt der. Und aus Wood Pellets stellst du 70 her. So. Und das heißt, ich bekomme insgesamt 2 Wood Pellets. Aus 12 Zellulose. Das heißt, ich mache 140. Man muss ja anders rechnen. Ich brauche davon 8. 140 mal 4 sind 480. Dann hätte ich gesagt, bleiben wir bei der Charcoal. Die haben wir dann auch in Massen und haben ja auch ein Lager drüber. Das muss ich halt momentan händisch hinbringen. Ist aber auch das wenigste Problem. Und irgendwann, wenn wir alles soweit haben, machen wir das nach unten. Okay, dann heißt es für mich, beim nächsten Mal wird das hier unten umgebaut und dann wird da draus eine modernere und vor allem eine braunalgenfreie Algenanlage gebastelt. Und wir hoffen lassen, dass wir dann auch oben mit dem ganzen Metallzeug anfangen, dass wir das nicht mehr händisch machen müssen und hier als kleine Drohne rumeiern.
Aber pro Drohne rumeiern. Ich nehme mal ein bisschen Material mit und betätige mich mehr als Drohne. Aber bevor ich das mache, mache ich das mal hier leer. Sollte man nicht in der Produktion machen. Und vor allem das Lustige ist, das ist ja eigentlich das, was ich brauche. Mach mal leer da. Brauchst nicht. Ich brauche nur diese Aufstellung, damit ich an die Chipsätze rankomme, dass ich an diese finnenden Greifarme komme. Weil dann wird es ja einfacher. Dann wird es immer wieder einfacher. Für uns. Okay. Dann schmeiße ich das noch rein, bevor ich es vergesse. Verabschiede mich von euch aber schon mal. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.